So, Germany's Next Topmodel ist wieder am Start und diesmal mussten die Kandidaten im Bikini auf den Laufsteg und Wolfgang Job hat einen tollen Tipp für die jungen Damen. Gleich machen wir einen Bikini-Walk mit euch allen und wie der aussehen sollte, wie wir uns das vorstellen, das erklärt euch jetzt der Wolfgang. Also präsentiert euch selbst, versucht selbstsicher zu sein, bildet euch ein, ihr seid nicht ausgezogen, sondern habt eure wunderschöne Haut als Kleid. Und macht nicht so viel Theater, sondern so, als ob ihr zum Swimmingpool lauft. Ja, wenn er die Haut so schön findet, warum lässt er sich alles wegschneiden? Und jetzt erklärt Wolfgang Job, was Schönheit wirklich ausmacht. Fashion hat natürlich nun mal bestimmte Punkte. Hals, Chest, Hips and Waist and Legs. Also irgendwie, das kannst du in allen Varianten uns vorführen, aber das muss da sein. Ja, ich fasse noch mal zusammen, ohne Körper kann man nicht modeln. Habe ich richtig verstanden, oder? Ja. Und wer vereint alle diese Punkte in Perfektion, meine Damen und Herren? Ist aber leider nicht dabei. Zu klein. Ja? So, und jetzt enthüllt Heidi Klum pikante Details aus ihrer Vergangenheit. Anyway, du hast ein hübsches Gesicht. Wie groß bist du? 1,78. Hast du so einen Diamanten auf dem Zahn? Ja. Ding. Was ich eigentlich ganz cool finde, du hast so ein bisschen das O-Bein von Kate Moss. Sind die Beine ganz gerade oder bist du viel Pferd geritten? Na, kann aber auch wegen den Stiefeln sein. Kann so gut sein. Ich muss sagen, ich kann das auch damit nicht. Berühmt geworden, ich krieg auch meine Knie nicht zusammen. Ja. So richtig. Du kriegst die Knie nicht zusammen? Nee, so richtig auch nicht. Kein Wunder. Da haben wir was gemeinsam. Ich bin auch viel geritten, aber nicht so unbedingt okay. Auf Pferden. Nicht noch Pferde so. Dabei? anyway. Habe ich das richtig gehört gerade? Habe ich das richtig gehört? Wir dokumentieren nur hier. Ihr Doku-Kanal, meine Damen und Herren. Eine Kandidatin hat ganz besonderes Talent. Schauen Sie mal hier. Mein Name ist Lisa Ornberger. Ich komme aus Dresden, bin 21 Jahre alt und bin zu Beruf Künstlerin. Ich hoffe natürlich und ich denke auch, dass ich da ein bisschen Potenzial mitbringe durch meine Erfahrungen im Showbusiness. Ja, das bin ich. Ich bin die einzige weibliche Michael Jackson-Imitatorin auf Welt, ja. Ja. Und ich bin die einzige weibliche Andrea Berg-Double. Soll ich mal machen? Atemlos durch die Nacht. Du hast verwechselt gerade, ne? Naja, gut.